Wir wollen heute ja, diesen Talk mit euch durchgehen von Zugang zu Überwachung und hoffentlich am Ende ein bisschen schöne Diskussion zum Thema haben. Björn und ich haben wieder im Vorgespräch auch überlegt, eigentlich wollen wir das gar nicht hier. Eigentlich ist das sehr, sehr schade, dass wir es machen müssen. Eigentlich wollen wir nämlich forschen. Eigentlich wollen wir Wissen generieren und das anderen Leuten zukommen lassen. Und leider sind wir trotz der Tatsache, dass wir das Jahr 2022 schreiben, noch nicht so weit und müssen uns mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und ihr heute auch. Aber es ist schön, dass ihr alle da seid. Und wir freuen uns auf die Diskussion, wie gesagt. Eigentlich das Ende zum Anfang. Wir haben diese Petition gestartet, Stop Tracking Science. Die URL findet ihr unten auf der rechten Seite. Kann man unterschreiben. Wir haben allerdings noch ein paar andere Sachen, die wir eigentlich auch ganz gerne sehen möchten, um einfach die Probleme, die wir aufzeigen, auch noch anders zu bewältigen. Und das, was wir heute hier hauptsächlich erstmal zeigen oder zu Beginn zeigen, ist eigentlich nur ein Symptom. Und ich werde diese Symptombeschreibung letztendlich machen. Und Björn wird dann ein bisschen generischere Lösungen vorstellen oder weitere Probleme aufzeigen und generische Lösungen dann nochmal zum Besten geben. Und dann hoffen wir, wie gesagt, in eine spannende Diskussion mit euch und Ihnen einzutauchen. Wir werden einige Sachen nicht in der Tiefe bearbeiten können, wie wir das eigentlich machen wollen. Wir haben hier einen begrenzten Zeitrahmen. Man kann das mehr so als kleinen Appetizer sehen. Es gibt ja schöne Sachen. Im Vorgespräch wurde das oder bei der Vorstellung wurde das auch schon gesagt. Der Mensch, der das für mich persönlich eigentlich ausgegraben hat, ist Renke Siems, mit dem wir auch diesen Artikel in der FAZ geschrieben haben und noch einigen anderen, die wir auch am Ende nochmal huldigen. Aber Renke hat hier war hier der Wegbereiter, zumindest aus meiner Perspektive in Deutschland, und auch mal ganz großen Dank in seine Richtung. Er hat das auch in diesem schönen Artikel, das Lesen der anderen, auch nochmal zum Besten gegeben. Es gibt auch mittlerweile, oder das war letztes Jahr, ist das schon rausgekommen, von einem Ausschuss der DFG gibt es auch entsprechend ein Statement dazu. Das heißt, ein bisschen Bewegung ist da, zumindest auf dem Papier. Ob sich das in der Realität abbildet, ist wieder eine andere Frage. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man viel drüber reden kann, aber das ändert die Welt erstmal noch nicht so. Und wir hoffen auch durch diesen Vortrag wieder ein bisschen Impulse oder ein bisschen mehr Impulse zu geben, dass sich das auch in der Realität ein bisschen wiederfindet, was wir machen. Aber einfach hier nochmal der Hinweis, wenn wir irgendwo zu schnell drüber gegangen sind oder irgendwas nicht im Detail klären konnten, klar, im Nachgespräch bitte melden. Ansonsten gibt es da auch schon einiges zu lesen. So, jetzt bin ich ein bisschen gesprungen hier. Aber worum geht es denn eigentlich? Gucken wir uns das doch mal an, wenn wir moderne Verlage anschauen oder Muttergesellschaften von Verlagen. RELX kennt man vielleicht als Mutterkonzern von Elsevier, und Elsevier kennt man als einen der bekanntesten Verlage. Und wenn man mal drauf schaut, was die eigentlich so machen oder was die eigentlich verkaufen, ne? Dann sieht man hier, Global Provider of Information-Based Analytics and Decision Tools for Professional, Business and Customers. Das heißt also, hier steht gar nicht irgendwie von Content oder solchen Sachen, sondern die machen Information Analytics und solche Sachen. Das finde ich schon mal sehr, sehr spannend und interessant. Und auch wenn man bei Elsevier selber schaut, sagen die eigentlich, die machen Publishing, aber die sind aus diesem Publishing herausgewachsen und machen jetzt auch Analytics und solche Sachen. Finde ich als Forscher erstmal seltsam, denn ich kenne diese Organisation ja mehr als Provider für Content. Das scheint ihnen aber gar nicht mehr so wichtig zu sein. Und wir werden gleich sehen, wie die denn auch noch irgendwie Geld machen können neben diesen Sachen, also neben dem Verkauf von Content, den wir auch generieren. Das ist ein anderes Problem, was wir auch noch ein bisschen anfassen werden heute. Wenn man sich mal Zeitschriften anschaut, dann oder Artikel auch von Zeitschriften wissenschaftlicher Verlage entsprechend anschaut, sieht man, dass da sehr viel Tracking unter der Haube passiert. Und das finde ich erstmal seltsam, denn eigentlich möchte ich doch hier meinem Wissensdrang nachkommen und Sachen lesen und werde dabei beobachtet. Und das ist als Forschender erstmal etwas befremdlich. Klar, man muss gewisse Analytik machen, das finde ich in Ordnung, aber wenn hier Third Parties auch noch mit eingebunden sind und eine Analyse von meinem Verhalten stattfindet, finde ich das in einer gewissen Weise ja beunruhigend, würde ich sagen. Und das ist bei anderen auch so, hier bei Nature hier mal so als Beispiel, gibt es einiges an Trackern, die mitlaufen und die sozusagen mir über die Schulter schauen, was ich denn eigentlich gerade lese, womit ich mich vielleicht gerade beschäftige, was für mich wichtig ist. Und in einem Rechtsstaat wie unserem ist das vielleicht unproblematisch. In anderen Staaten ist das vielleicht nicht so unproblematisch. Und das sollte man sich einfach mal vorgegenhalten. Als Lesender ist man selber die Laborratte. Man wird selber beobachtet, was man eigentlich hier gerade liest und macht. Einen Schritt weiter.
Wie werden denn diese Daten getrackt? Welche Möglichkeiten bestehen da? Es gibt unter anderem den Einbau von solchen Third-Party-Assets, also sei es JavaScript oder andere Sachen. Man kann so ein Browser-Fingerprinting machen, das heißt, man schaut, welche Auflösung hat ein Browser, welches Betriebssystem ist drunter, welche Version, solche Sachen und kann dadurch Zusammenführung das entsprechend machen. Es gibt sogenannte Audience-Tools, es gibt auch Port-Scanning und es gibt dann die Aggregation von all diesen Sachen. Ich bin da nicht so ganz bewandert juristisch, aber das klingt für mich erstmal auch teilweise als große, ja, als großes juristisches Problem, wenn solche Sachen gemacht werden, wenn man nicht zustimmt. Ne? Das ist der Punkt und wir werden immer kriegen diese Button vor die Nase gehalten und stimmen dann zu und dann ist das Ganze erstmal wieder juristisch in Ordnung. Ist nur die Frage, wollen wir das in der Art wirklich haben? Jetzt gehe ich mal hier weiter. Das hängt ein bisschen, merke ich gerade hier. So. Die ganze Sache wird noch etwas verschlimmert mit diesem schönen Feature Seamless Access, was letztendlich beworben wird, nämlich Single Sign-On. Das heißt also, man meldet sich irgendwo an, ist vielleicht zu Hause. Wir haben durch Corona auch viele Leute, die zu Hause arbeiten. Das heißt, man meldet sich einmal an und hat dann den ganzen Zugriff auf die ganzen Inhalte. Das ist per se erstmal schön, heißt allerdings auch, dass man hier gebündelt getrackt wird und das durch diesen einzelnen Account, in dem sich anmeldet, dann ja, wieder das Profil noch besser zusammengetragen werden kann und damit noch ein sehr ausgiebiges Tracking stattfinden kann, mehr als durch Sachen wie Cookies oder andere Sachen, die ich vorgezeigt habe. Das heißt also hier ein Feature, was uns verkauft wird oder angeworben oder beworben wird, hat doch hier nochmal enorme Konsequenzen in Bezug auf die Überwachung von Forschenden, aber natürlich auch von Bibliotheksangehörigen und anderen Menschen, die im akademischen Bereich sich mit solchen Inhalten beschäftigen möchten und eigentlich dabei nicht getrackt werden möchten. Jetzt gerade mal hier, genau. Und das ist sogar so weit, dass sogar andere Verlage, hier in dem Fall ist es hier im Science Magazine, haben auch schon gesagt, dass das hier schon gewisse Privacy Concerns hat, also gewisse Privatsphäre Probleme mit sich bringt, wenn man so etwas in der Art hätte. Das heißt, selbst innerhalb dieser Publikationsszene ist den Leuten eigentlich bewusst, dass hier Sachen getrackt werden, die eigentlich nicht getrackt werden sollten und dass das vielleicht moralisch nicht ganz so optimal ist. Das kann sogar noch weitergehen, dass man fordert, dass an Universitäten oder in den Bibliothekseinrichtungen von Universitäten, wenn das mal Spyware installiert wird, die genau das Verhalten getrackt, tracken, also das heißt, also Software dabei ist, die ganz explizit mit über die Schulter schaut und wirklich alles aufzeichnet, was da passiert, also welche Seiten man aufruft und damit den Verlagen natürlich noch sehr viel mehr Macht gibt, um entsprechend Daten zu sammeln und wir werden auch gleich sehen, andere Sachen damit entsprechend zu machen. Es gibt zum Beispiel die Scholarly Network Security Initiative. Da geht es natürlich nur darum, es geht nur darum, Qualität zu erhöhen und Cybercrime zu bekämpfen. Mehr natürlich nicht. Kleiner Augenzwinker hier natürlich. Auch hier wieder können Daten abgegriffen werden und dann monetarisiert werden, wie wir gleich sehen werden. Das heißt also, wir sehen hier insgesamt verschiedene Möglichkeiten, dass Forschende oder Menschen in akademischen Bereichen beim Lesen von Content getrackt werden und damit Profile erstellt werden und Daten gesammelt werden. Das ist erstmal vielleicht okay, wenn diese Daten irgendwo rumliegen. Was soll mich das stören? Was kann man denn mit diesen Daten alles genau machen? Und da möchte ich mal dieses Zitat hier wieder rausnehmen. Data is the new oil. Das heißt, man kann eine Menge Geld mit diesem Öl machen. Man kann auch eine Menge Schmutz mit diesem Geld machen, mit diesem Öl machen. Und man kann auch eine Menge schmutziges Geld damit machen. Und das wollen wir mal kurz anschauen. Zum Beispiel ist nachgewiesenerweise belegt, dass LexisNexis Daten in großen Mengen verkauft an die Immigration and Custom Enforcement in den USA. Und das ist eine Behörde, die sehr, sehr fragwürdig ist und wo solche Sachen gar nicht selber gesammelt werden dürfen. Das heißt, der Staat in den USA darf das gar nicht, kann sich dann aber fein rausreden, indem solche Daten eingekauft werden. Und LexisNexis ist in diesem Geflecht mit enthalten und das heißt also auch Daten zum Beispiel aus den Datenbanken der Verlage könnte hiermit einfließen und könnte genutzt werden, um entsprechende Leute abzuschieben. Man kann auch mal auf den Werbeseiten von bekannten Institutionen wie Thomson Reuters schauen. Und da muss man
eigentlich gar nicht viel Fantasie entwickeln, weil die genau sagen, was sie damit machen oder was man hiermit machen kann. Und das ist schon etwas beunruhigend. Ja? Also man kann hier Leute identifizieren, man kann sie lokalisieren, man kann sie mit anderen Sachen verknüpfen. Wenn man diese Seite mal ein bisschen runterscrollt, sieht man auch so Sachen wie, oh, wir können das soziale Netzwerk auflösen und wir können interessante Informationen davon bereitstellen. Ja, das heißt also, hier hat man große Datenakkumulationen und das Lesen von Zeitschriften und derartigen Sachen und beschäftigen mit bestimmten Themen wird hier auch mit aufgenommen. Und das ist doch sehr, sehr problematisch. Wie gesagt, in unserem hoffentlich demokratischen System weniger der Fall. Aber in bestimmten Staaten ist zum Beispiel das Beschäftigen mit Gender Studies oder bestimmten anderen Themen kann zu einem Problem werden, wenn man so etwas herausfinden kann, wenn über einen sowas irgendwo abgelegt wird und eingekauft werden kann. Und was wir allgemein sehen, ist ein Wandel der Verlage von Content Providern, also Artikel bereitstellen, hin zu Data Brokern. Und das ist eigentlich ein Teil eines entfesselten Überwachungskapitalismus, den wir an vielen anderen Stellen sehen. Also wahrscheinlich haben sich alle schon über Facebook aufgeregt, wo auch ganz klar ist, dass die entgegen der Nutzerinteressen solche Sachen aufnehmen, verkaufen und damit wirklich einen großen Reibach machen. Das Ganze sehen wir hier auch bei diesen klassischen Verlagen, wenn man das noch so nennen darf, bei diesen Databrokern, die letztendlich den Inhalt nur vor die Nase halten, um entsprechende Verhalten zu tracken und das dann weiter zu monetarisieren, um es gemein zu sagen. Das Problem ist, dass man hier auch eine Verknüpfung von Arbeits- und Privatleben hat. Das heißt also, wenn ich mich zum Beispiel durch den Single Sign-On privat anmelde oder mit dem Laptop, den ich von der Arbeit bekomme, zu Hause anmelde und sowas, dann werden auch solche Aktivitäten entsprechend zusammengeführt und das ist ja noch viel problematischer. Und jeder, der sich mit IT-Systemen auskennt, weiß, dass die nicht perfekt laufen und dass durch solche Falschverknüpfung oder falschen Informationen besteht eine Gefahr der Fehlklassifikation und plötzlich wundere ich mich, warum ich zum Beispiel einen bestimmten Kredit nicht bekomme oder bei bestimmten Jobs ausgeschlossen bin. Das ist natürlich jetzt ein sehr überzeichnetes Problem, aber das kann auftreten und das kann auch dazu führen, dass Leute entsprechend aus ihrem Leben herausgeworfen werden. Man könnte einfach auch sagen, dass hier die Freiheit von Forschung und Lehre prinzipiell auch in Gefahr ist, weil man dann nicht mehr frei agieren kann und nicht einfach Sachen anschauen kann, ohne im Hinterkopf zu haben, dass man dabei beobachtet wird. Und das ist eine Einschränkung und führt zu einem veränderten Verhalten. Man könnte natürlich jetzt auch sehr gemein sein und sagen, eigentlich sind wir mit dran schuld. Das heißt, unsere Bibliotheken in der akademischen Landschaft könnte man gemeinerweise als Steigbügelhalter für diese Databroker sehen. Denn die machen die Verträge mit diesen Verlagen und könnten eigentlich einfordern, okay, ich möchte hier eine Klausel drin haben, dass kein Tracking stattfindet. Findet allerdings nicht statt. Und das wäre sicher ein erster Schritt in die Richtung, das anzugehen. Kurz gesagt, wir haben hier ein großes Problem, dass Science-Tracking eigentlich schon seit langem existiert, das Ganze auch genutzt wird und eigentlich in ein Gesamtportfolio von Großkonzernen passt, die damit neben den Einnahmen, die sie durch Subskription und durch Open Access Charges letztendlich bekommen, noch ein große monetäre Möglichkeiten darstellen, die auch genutzt wird. Jetzt mache ich einen kleinen Sprung, denn das Thema von der Open Access Week dieses Jahr ist Open for Climate Justice. Da passt das Tracking jetzt nicht so rein, aber was da noch reinpasst, wenn man in Richtung Verlage denkt, ist dieses schöne Thema, dass die Verlage, und hier im speziellen Elsevier, aber auch andere haben genau das Gleiche, sehr beteiligt sind an dem Beraten, aber auch an Bereitstellen von Journalen und sowas für die Ölindustrie, ne? Wo man eigentlich denkt, so das müsste doch eigentlich mal ein Ende haben. Und hier hat man leider wie eine sehr, sehr hässliche Verknüpfung auf verschiedenen Ebenen zwischen den Großverlagen beziehungsweise deren Mutterkonzerne und der Ölindustrie. Warum bringe ich das hier ein? Einerseits, weil es hier sehr gut in das generelle Thema dieser Open Access Week passt. Zum anderen ist das Tracking von Forschenden eigentlich nur eines von sehr vielen Symptomen ist, die wir in den letzten Jahren oder Jahrzehnten eigentlich gesehen haben. Und das heißt also eigentlich, dieses ganze Publikationssystem hat fundamentale Probleme und das Tracking ist nur eins davon. Und an dieser Stelle würde ich jetzt gerne an Björn übergeben, der das Ganze mal in eine etwas größere Perspektive bringt und vielleicht auch gewisse Lösungsmöglichkeiten mit aufzeigt. Ja, super. Vielen Dank, Konrad. Genau. Für diese größere Perspektive, um eine größere Perspektive zu bekommen, muss man auch erstmal ein bisschen weiter ausholen.
Also teile ich jetzt mal meinen Bildschirm und mache weiter mit den Folien. Also wir begeben uns zurück ins Jahr 2003. Das ist hier zu sehen. Und zwar geht es hier um die Fusion von Bertelsmann und Springer. Und hier hat die Europäische Kommission sich den Markt mal angeguckt und gesagt, wie ist das denn mit dem Markt? Ist das denn überhaupt ein Markt? Und was sie dann so sagen, ist zum Beispiel hier vom Demand-Side Point of View, it is quite clear that two different publications can rarely be viewed as perfect substitutes. Difference und da war auch, warum auch immer. So in, from the point of view of functional interchangeability, two different publications could hardly be regarded as substitutable by the end users, the readers. And weiter, consumers will rarely substitute und so weiter. This is in line with the previous commission's decision. So schon seit vor 2003 offensichtlich ist es für die Kommission ziemlich klar, dass die Verlage Monopolisten sind, weil eben immer nur ein Artikel oder ein Journal von einem einzigen Verlagen gibt, von einem einzigen Verlag gibt. Also für die Europäische Kommission ist es schon immer klar gewesen, dass das Monopolisten sind. Wenn man sich das Vergaberecht anschaut, ist es auch klar, dass Anbieter müssen Monopolisten sein, damit man mit denen verhandeln kann und nicht ausschreiben muss. Und es ist klar, ich meine, der Grund, warum man ausschreiben muss, ist natürlich auch, um einen gewissen Preisdruck aufzubauen. Wenn das jetzt aber Monopolisten sind und sie eben von diesem Vergabepraxis ausgenommen sind, na, dann kann man sich an einer Hand abzählen, was dann passiert. Das ist eine Kurve, die sicherlich viele schon gesehen haben hier. Auf der X-Achse ist die Zeit, auf der Y-Achse ist die Veränderung zu Null hier am Anfang 1986. Was hier angezeigt sind in der Mitte ist Inflation, also die Preisveränderung. Und hier sieht man, dass die Preise für diese Abonnements, für die Subskription zu den Journalen massiv überinflationär wachsen. Das heißt also, natürlich sind die Kosten zu publizieren gestiegen, aber das, was wir den Verlagen bezahlen, ist noch viel, viel stärker gestiegen, sodass wir letzten Endes nun mehr als die Hälfte an den Verlag bezahlen, an die Verlage bezahlen, was überhaupt nichts mit dem Publizieren zu tun hat. Was hier dargestellt ist, ist eine sehr einfache, vereinfachte Darstellung eines durchschnittlichen wissenschaftlichen Artikels von, sagen wir, $4,000, die also da bezahlt werden. Das ist jetzt egal, auf welche Weise die bezahlt werden. Die Kosten für so einen Artikel liegen in etwa so bei großzügig für die Verlage gerechnet $600. Ungefähr doppelt so viel ist der Profit, den die Verlage damit machen. Aber das, der ganze Rest von dem Batzen geht für irgendwelche Kosten der Verlage drauf, die mit dem Publizieren selber nichts zu tun haben. Was da jetzt genau drinsteckt, wird bei jedem Verlag anders sein, können wir auch nicht so einfach aufdröseln. Aber was ganz klar ist, das ist so ein Riesenbatzen, dass die Verlage sich natürlich gefragt haben, wir haben so geringe Kosten, wir haben so große Einnahmen, was machen wir denn mit dem ganzen Geld? Wie das eine vernünftige Firma natürlich auch macht. Die wird ja nicht das ganze Geld als Gewinn ausschütten, sondern wird natürlich schauen, dass sie in die Zukunft investiert. Und wie sahen denn da diese Investitionen aus? Da kann man sich zum Beispiel Elsevier anschauen und da sieht man, dass hier so diese Data Analytics-Geschichte so ab Ende der Nullerjahre, aber dann besonders hier so ab 2010, 12 in etwa richtig hochgeht und dass die Anzahl der Inhaltsakquisitionen tendenziell eher runtergeht. Das heißt also, da ist irgendwo Ende der Nullerjahre, Anfang 2010, 12 irgendwas passiert. So einen ähnlichen Switch sieht man zum Beispiel auch bei Wiley, wo man sieht, dass hier sehr viel in Blau Academic eingekauft wurde und dann zum Schluss eigentlich nur noch Analytics sozusagen und Services eingekauft wurden, auch so Ende der Nuller, Anfang 2012. Was könnte denn um die Zeit rum passiert sein, dass hier so eine dramatische Änderung in der Art und Weise, wie mit unserem Geld umgegangen wird, Verzeihung, natürlich nicht mit unserem Geld, sondern mit dem Geld, was wir freiwillig den Verlagen geben, wie die Verlage mit diesem Geld umgehen. Naja, um die Zeit herum war es dann so, dass man diesen Zugang einfach nicht mehr gebraucht hat, den die Subskriptionen einem ermöglicht haben. Ja, seit circa 10 Jahren ist ja das Open Access Problem im Sinne von Lesen von Menschen eigentlich gelöst. Ich habe seit 2012 eigentlich kaum mehr irgendwelche Probleme gehabt und jemand, der einen Artikel wirklich braucht, bekommt den auch. Ja, also das Zugangsproblem ist seit etwa 10 Jahren vorbei und wie ich mir das so vorstelle, wie das bei den Firmen, die wirklich nach vorne denken, im Gegensatz zu, ich würde mal sagen, der wissenschaftlichen Gemeinschaft, war das wohl um die Nullerjahre schon absehbar, dass das irgendwann mal mit den Subskriptionen nicht mehr so gut laufen wird.
dann haben die sich gedacht, was machen wir jetzt? Wo investieren wir denn das ganze Geld? Wohin denn mit dem ganzen Geld, was die Verlage und was die WissenschaftlerInnen uns da so geben? Die werden ja nicht, also noch nicht mal Akademiker werden ja so dumm sein und in den nächsten Jahren weiter für etwas bezahlen, worauf wir das gar nicht mehr das Monopol haben. Ja, diese ganzen Werkzeuge, die wir jetzt zur Verfügung haben, die brechen ja das Verlagsmonopol. Sodass also um den Zeitpunkt herum natürlich alle Alarmglocken losgegangen werden sein bei den Verlagen. Wir müssen uns diversifizieren, wir müssen irgendwie noch mehr Geld machen aus anderen Quellen. Aber das Geld alleine ist nicht der einzige Aspekt, der hier mit reinspielt. Aber natürlich für eine profitorientierte Firma ist das natürlich der wichtigste Punkt. Wozu hat das jetzt also geführt? Das hat dazu geführt, dass der gesamte Workflow mit entsprechenden Tools abgedeckt wird. Das heißt also, ich suche zum Beispiel nun mit Scopus oder mit Mendeley, suche ich nach wissenschaftlicher Literatur, ich kann mit Hivebench Daten analysieren, wenn ich schreibe, benutze ich Mendeley zum Zitieren oder ich schreibe mit Overleaf oder ich schreibe mit anderen Kollegen, mit Authoria zusammen mein Paper. Und das Praktische ist nicht nur für mich, dass ich mit anderen Leuten zusammen schreiben kann, sondern das Praktische für die Verlage ist, dass die sofort wissen, worüber arbeite ich denn? Welche Daten analysiere ich? Wonach suche ich? Was zitiere ich? Und was schreibe ich denn überhaupt? Dann wird natürlich publiziert. Ja, das heißt also, worüber Konrad gesprochen hat, ist nur das hier. Das wird beim Publizieren in den Publikationstools überwacht, aber diese gesamte Überwachung findet ja nun hier als vertikale Integration statt, auch wenn sie hier horizontal dargestellt ist. Ja, dann natürlich alle möglichen Tools, die ich verwenden kann für Outreach-Möglichkeiten und dann auch hier ganz wichtig in diesem Zusammenhang Elements, Nature Index, Plum Analytics, Pure, das sind also Sachen, mit denen die Verlage, Universitätsleitungen zum Beispiel oder andere Institutionen steuern können, dass eben weiterhin nur ihre eigenen Tools verwendet werden oder dass besonders die Forschungsrichtungen gefördert werden und gut dastehen, die eben den Konzernen in den Kram passen. Das heißt hier, was Sie hier sehen, ist eine Blaupause für die Mutter aller Logins. Dagegen ist das Monopol, das die Verlage hatten an ihren Subskriptionsjournalen, sind dagegen Kinderkram. Das heißt, jeder, der sich so in etwa vorstellen kann, wie schwer es sein muss, für eine Universität aus SAP herauszukommen und zu einem anderen System zu migrieren, kann sich vorstellen, was es wohl ist, wenn jemand so ein Elsevier, ein Holzbring-Paket kauft für sein Open Science-Paket für die Universität XYZ. Da ist natürlich fast unmöglich, wieder rauszukommen. Das heißt also, hier haben wir eine Blaupause für etwas, wo die Serious Crisis wie ein Kinderspielplatz aussieht. Was dann nämlich damit passiert, was man damit machen kann, das sieht man aus der freien Wirtschaft. Das hat der Wolfi Christel hier ganz deprimierend, wie ich finde, zusammengefasst, wie man eben automatisiert erfassen kann, wer was, wann und wo an seinem Arbeitsplatz tut, wie viel an Arbeitszeit wofür eingesetzt wird, sodass man dann algorithmisch erfassen kann, wem verlängern wir den Vertrag, wen feuern wir, wer wird befördert, wer kriegt eine Gehaltserhöhung oder so etwas. Das sind alles Technologien, die in einigen Industriebereichen bereits eingesetzt werden und die damit natürlich über kurz oder lang dann auch in der Wissenschaft Einzug halten, wo dann natürlich letztendlich die Wissenschaftsfreiheit komplett über Bord geworfen wird. So, damit sind wir jetzt ganz schnell durch die Problematiken gegangen. Wie gesagt, das kann man gerne nachlesen. Wo wir jetzt das Hauptaugenmerk drauf werfen wollen, ist, was können wir denn dagegen tun? Unser Vorschlag ist, dass das beste Werkzeug gegen all diese Probleme, dass die unsere digitale Souveränität sind. Das heißt, und mit uns meine ich die wissenschaftliche Gemeinschaft. Und die mit Souveränität ist, dass wir die kritischen Infrastrukturen eben nicht mehr an Institutionen und Konzerne outsourcen, die nicht die gleichen Interessen haben wie wir. Ja, das heißt also, das allererste, was wir machen müssen, ist entsprechende Infrastrukturen schaffen vor Ort, die also uns gehört, sozusagen der wissenschaftlichen Gemeinde unterstellt sind.
Nun hätten wir das natürlich jetzt schon seit 30 Jahren machen können, haben unsere Institutionen aber nicht gemacht. Also muss man sich überlegen, wie bekommen wir unsere Institutionen dazu, diese Infrastruktur zu etablieren. Das heißt also, das Geld nicht mehr den Verlagen zu geben, sondern das Geld in unsere eigene Infrastruktur zu stecken. Wie könnte man da hinkommen? Das haben wir mal zusammengefasst in einem Artikel, den Sie hier finden können unter Replacing Academic Journals. Da können Sie viele Details nachlesen. Ich werde jetzt nur zwei wichtige Aspekte aus diesem Artikel herausgreifen. Alles andere können Sie dort nachlesen. Die Idee dahinter findet der Wissenschaftsrat auch ganz sinnvoll, denn in der kürzlich veröffentlichten Handreichung darüber, wie man zu einer sinnvollen Publikationsinfrastruktur kommen kann, steht, dass das Ziel sein muss, Publikationsmöglichkeiten eben substituierbar zu machen. Das heißt, dass man einen Wettbewerb zwischen Anbietern bekommt und die austauschbar werden. Also das ist das Ziel dahinter, weil dann eben diese Monopole nicht mehr da sind. Und die Europäische Kommission geht voran. Die hat zum Beispiel mit Open Research Europe gezeigt, dass man hervorragend digitale Publikationsleistungen, wenn man sie braucht, als Institution wie die Europäische Kommission, dass man die hervorragend ausschreiben kann, eben indem man sagt, ich hätte gerne jemanden, der für mich Open Research Europe macht. Und die Europäische Kommission geht weiter. Habe ich heute gerade vor 20 Minuten hier in die Vorlesung eingebaut, habe ich gerade gesehen, die Europäische Kommission invites member states and research funding organizations to consider joining ORE, Open Research Europe, and if this is not possible, to consider setting up their own open access publishing platforms if necessary. Also so sollte man Publikationsdienstleistungen öffentlich fördern, nicht durch irgendwelche Verhandlungen mit Monopolisten, sondern indem man sie ausschreibt. Ja, und das kann man entweder machen, indem man zum Beispiel einfach Mitglied bei ORE wird oder eben seine eigenen Sachen aufbaut. Collectively driven, owned and supported by European Research Funders, zum Beispiel run up as a service for researchers, no author facing fees, open source infrastructure. Also Sie sehen, die EU und die Europäische Kommission geht hier mit leuchtendem Beispiel voran. So sollten das alle Institutionen machen, jeder einzelne. Oder als Konsortium oder eben in so einem Membership-Modell. Grundsätzlich dahinter steht, Publikationsdienstleistungen müssen ausgeschrieben werden. Jeder, der noch heutzutage mit Monopolisten verhandelt und einfach Geld links und rechts zum Fenster rauswirft, verhält sich eigentlich hier mehr als Teil des Problems als Teil der Lösung. Schön wäre es hier natürlich, wenn die Regulationsbehörden hier eingreifen würden und das grundsätzlich erstmal verbieten würden, diese Verhandlungen mit Monopolisten, wenn es denn eben diese Möglichkeiten gibt, es auch über Ausschreibungen zu machen. Der zweite und letzte Aspekt, wie man hier Institutionen dazu bekommen kann, dann das Geld, was durch die Ausschreibungen dann frei wird, die dann deutlich günstiger sind als das, was man an Monopolisten bezahlt, wie man die dann dazu bekommen kann, das Geld nicht einfach irgendwo einzustecken, woanders einzusetzen, zum Beispiel für die Heizung, ist, indem Forschungsförderer, die alle bestimmte Grundanforderungen stellen, ich habe mir hier mal die Koalition S-Mitglieder angeschaut und hier die Regelungen rausgesucht, in denen steht, wer darf denn überhaupt dort für Forschungsförderung sich bewerben, also welche Institutionen oder welche Mitglieder von welchen Institutionen dürfen das machen. Wenn es dort drin stehen würde, dass so eine Publikationsinfrastruktur für Text, Daten und Code, dass die vorhanden sein muss als Grundausstattung, dann würde natürlich sofort jede Universitätsleitung rennen und fragen zum Rechenzentrum und zu den Bibliotheken, wie kann ich sowas kriegen, wie kann ich sowas kriegen? Und da sind natürlich Bibliotheken, die schon die Repositorien haben, sind natürlich da bestens aufgestellt, denn da ist der Grundstock für so eine Infrastruktur ja schon gelegt. Also, zweiter wichtiger Punkt, wie kommen wir zu dieser digitalen Souveränität? Publikationsinfrastrukturen, sei es für Texte, Daten, Code, Softwaremodelle, für alle unsere wichtigen Outputs, solche Publikationsinfrastrukturen einer modernen Art und Weise, die müssen Grundausstattung sein. Wer die nicht hat, darf auch nicht erwarten, Forschungsförderung zu bekommen. Fassen wir also zusammen. Publikationsdienstleistungen müssen ausgeschrieben werden. Publikationsinfrastrukturen müssen Grundausstattung sein. Und, das habe ich hier in den vorherigen Folien nicht gesagt, sondern das
zieht zurück zu den Workflow-Tools, die wir auch benötigen, um dann Texte, Daten, Code, Softwaremodelle zu veröffentlichen und so weiter. Die NutzerInnen müssen souverän ihrer Daten werden oder bleiben. Das heißt, auch bei den Workflow-Tools, damit die Workflow-Tools eine Erlaubnis bekommen, mit dieser Infrastruktur zu interagieren, müssen diese Workflow-Tools eine Möglichkeit haben, dass die NutzerInnen komplette Kontrolle über ihre Daten erhalten, ohne dass da deswegen jetzt zwingend wichtige Funktionalitäten dann ausgeschaltet werden. Also über diese Art und Weise können wir digitale Souveränität erreichen, die es erlaubt, nicht nur das Tracking wieder unter Kontrolle zu bekommen, sondern natürlich all die ganzen anderen Sachen, die Verlage über die letzten Jahrzehnte mit uns angestellt haben. Und hier vielleicht von einer parasitären Interaktion mit den Verlagen hin zu einer tatsächlichen Dienstleistung zu kommen. Ich würde hier dann gerne, oder wir beide, Konrad und ich, würden uns gerne bedanken über den schon mehrfach benannten Renke Siems, der das hier auch für uns wirklich angestoßen hat. Gerhard Lauer, Claudia Müller-Birn, Felix Schönbrot, Peter Krager und Peter Labriger, die hier viel dazu beigetragen haben für mein Verständnis und auch darüber, welche Lösungsmöglichkeiten wir denn hier haben und was sich denn hier tun lässt und wie man sinnvolle nächste Schritte finden kann, wer was tun muss, damit bestimmte Sachen sich bewegen.